Oh, da vorne ist schon die Haltestation, das heißt, es wird kein Hai auftauchen. Wir müssen dann, sobald wir in der neuen Welt sind, erstmal stehen bleiben und die Aufgabe erledigen. Ja. So, Verband wird erforscht. Oh. Volltreffer. Habe ich schon Research, also die. Ah ja, haben wir. Du hast gerade die zwei Bandagen, oder? Ach nee. So, das war das Beet. Und jetzt können wir als nächstes die Waffenkammer bauen und die Munitionskiste. Vorher müssen wir nur noch zwei unstable Chemical machen. Eieiei. Hier mal, ich hör mal auf zu rauchen. Ein Double hier. Das ist ein rauchfreies Schiff, denk dran. Ja. Schiff. Zug. Ja, Du ja. kannst wirklich ein fucking Schiffskin draufpacken, also. Du kannst mit dem Ding als Schiff durch die Gegend schippern. Mit dem Rauchfall musst du, ne, musst du später der Dampflokomotive sagen, die ist ja ständig am Rauchen. True. Ja. Oh, ich finde das so geil. Es ist einfach so. Es trifft alles, was ich mag. Grinding Survival. Nordische Referenzen. Ein Shooter, der recht balanced ist und die Physics davon auch halbwegs verständlich sind. Das müssen wir als nächstes das Survival machen. Use Bandages. Okay, wenn wir in den Kampf durch sind. Es ist übrigens vor kurzem ein Spiel namens Tectonic herausgekommen, was im Grunde Factorio unter der Erde ist. Klingt interessant. Nur wenn es erst vor kurzem rausgekommen ist und ich sag mal, diese ambitionierten Wünsche hat. Warte, warte, Glücksspiel, Glücksspiel. Willst du es sagen? Willst du es sagen? Warnung von Glücksspiel. Ja, Glücksspiel ist böse. Glücksspiel kann süchtig machen. Genau, kann süchtig machen. Finger weg. Nice. Was hast du gekriegt? Ich habe für unseren Pflanzenpott was bekommen. Cool. Ich habe Strange Seeds bekommen. Nice. Ich brauche noch ein Organic und zwei Schrauben. Ich finde schön, wie das Spiel sich selbst nicht spoilern will und deswegen einfach so ein zusammengenähtes Segeltuch drüber wirft. Warte, warst du an dem Punkt schon? Ja, Mit dem hier? ich weiß, was das ist. Das Spiel spoilert sich zum Glück nicht selbst. Ja. Warte, warte. Ah, Munition. Junge! Keinerlei Manieren hat der Mann. Fast ein One-Shot.
Ich glaube, ich schieße hier gerade auf Kleinzeitrüstung. Weil dadurch, dass mein Revolver schon so stark ist, glaube ich, haben die bei mir Rüstung und bei dir nicht. Junge, wenn du dich so versteckst, schieße ich dir ins Bein. Kleiner Tipp, wenn die sich da oben verstecken, du kannst ihn auch ins Bein schießen. Hab ich schon gemerkt. Komm her, Junge. Grün. Noch ein Token. Noch mehr Glücksspiel. Ich dachte, du wärst hinter mir gestanden. Erstmal über den Schädel ziehen. Ich dachte ja nicht, du wärst hinter mir, deswegen habe ich nicht auf den Feind geschossen. Schauen wir mal, hier drüben ist nichts mehr. Hier ist leer. Eine Frage, geben das bei uns der Revolver unendlich viel Munition hat? Was für Munition laden wir dann da rein? Normale Revolverkugeln, denke ich mal. Ja, aber wo haben wir die dann her? Das ist eine gute Frage. Oh, ich wünschte gerade, ich hätte schon vier von den, warte. Habe ich genug für vier Eisenbarren? Ja. Kupfer habe ich übrigens da. Ah, wir brauchen fünf Eisenbarren, weil ich wollte gerade schon mal was vorbereiten. Weißt du was? Ich nehme den ersten. Oh. Ich gehe mal kurz Glücksspiel betreiben. Kannst du schon mal eins von den Eisen nehmen, um damit die Feder zu machen? Da haben wir unser erstes Waffenmodul bekommen. Kein Platz. Hehe. Bei mir hat sie einfach nur das Eisen nicht gesteckt, deswegen konnte ich nichts aufheben. Ja, hast du dir zwei genommen? Ah, warte. Ja. Ja. So. So, jetzt brauchen wir für die Waffenbank zwei Kupfer, zwei Eisen. Aber ich werde erstmal mit dem Eisen, was wir hier haben, etwas machen, das uns später weiterhilft. Spoiler, sehr viel weiterhilft. Mir fehlt noch ein Scrap Metal. Hier, falls du eins hast. Ich hab dir kurz meins dahin gelegt. Praktisch, wenn du es aufhebst, bevor wir dann losfahren, weil sonst ist es weg.
Hab's. Bitteschön. Oh. Ich dachte mir gerade so, was hat... Ist doch gar nichts anders. Ach. Deckung. Ja, Kalender. Erstens Deckung, zweitens nicht so einfach runterrennen. Ja. Dann haben wir doch vorhin freigeschaltet. Ich habe schon den Rest, dann kümmere ich mich auch noch schnell drum. Einen Moment. So. Bitteschön. Dankeschön. Willst du die Frames nicht mitnehmen? Die Weapon Frame? Ich, mein Inventar ist voll. In der oberen Kiste ist noch Platz. Okay, was brauchen wir dafür? Jetzt haben wir zwei davon und... Ja. Ich glaube nicht, dass es was bringt, die schlechteren Teile zu behalten. Ja, ich stecke die eigentlich immer in die Box hier rein. Die sind eigentlich dafür da, wenn man Sachen wiederbekommt. Vom Bauen. Dann haben wir momentan eigentlich für den Handel. Fett für zwei Holz. Altmetall für zwei Holz. Holz für eine Chemikalie und eine Chemikalie für ein Holz. So. Bereit? Ich bin bereit. Warte mal, eine große Frage. Ja. Okay, wir brauchen noch eine Chemikalie und ein Eisen, aber wann kriegen wir die Dampfblock? Ich hab grad nichts verstanden. Phase 12. Ich hab gefragt, wann wir die Dampflok kriegen, aber kriegen wir Phase 12. Kommt erst noch ein bisschen was. Stopp. Genau dich will ich. Komm her. Komm her, Süßer. Komm. Gut, gut. Alter, ich hab dich doch getroffen! Was meinst du mich noch? Arschloch. Oh. Okay, wir sollen jetzt den Garten researchen und bauen. Ich habe schon mal noch ein Organics. Perfekt. Kannst du mal kurz die Bremse lösen, falls du auf dem Ding bist? Komm her, du dummer Hai. Und sag Hai. Ja, ich glaube, wir haben die Mission schon erledigt. Wir haben den ja schon angeschossen. Ja, aber der gibt eine Menge Leder. Und Fett, ich weiß, aber momentan lohnt sich das noch nicht. Also so willst du ein Bataillon an Bandagen bauen. Kotzt es gerade minimal an, dass Sachen übertragen werden vom Inventar. Das heißt, ich muss mein Inventar komplett ausleeren, bevor ich dann wieder in meinen Spielstand gehe. Mhm.
Okay, ich brauche nur noch ein Eisen bzw. eine Schraube. Jeder kriegt es auch aus den kleinen Dingern raus, die vorbeifliegen. Also schön zwei Schuss in den Schmelzofen gesetzt. Ofen ist wieder voll. Kannst du schon einen Eisenbahn durchschmelzen? Da schießt einer auf unschuldige Kreaturen. Das war cool. Was? Der hat gerade zum Nachladen das Ding auseinandergenommen. Ich weiß, da gibt es viele Nachladeanimationen. Da gibt es auch eine Verarsche von der Borderlands-Waffe, ich weiß nicht, wie die hieß. Wo du statt dem Magazin die Waffe wechselst. Oh, warte. Das ist bauen, nicht verforschen. Kannst du das mal übernehmen mit deinem Revolver? Dafür bräuchte ich Waffenmodule. Achso, du hast die über Bord geworfen. Ja. Warte, kann ich das einfach... Nein. Kann ich leider nicht. Was haben wir denn noch so zu tun? Außer a weapon. Okay, wir haben nur a weapon. Das heißt, wir sollten zum nächsten Stützpunkt fahren. Und auf dem Weg dorthin einiges an Metall sammeln. Damit wir dann unser... Ich will mal sagen Boot. Unseren Zug aufrüsten können, also aufs nächste Level bringen. Bist du? Ja, aus irgendeinem Grund hat sich gerade mein Zugseil halt nicht nach hinten bewegt. Redest du von mir oder von dem Hai?
Gibt übrigens einen Tipp, bring nichts, wenn du den High killst, während der ewig weit weg ist. Rammgeschwindigkeit! Schade. And these are dangerous creatures we seem to have encountered before. Ihr meint? Genau deswegen habe ich uns Deckung gemacht. Kannst du übrigens auch F drücken, wenn du die Waffe draußen hast. Gut. I'm going to have to stay here. Prügel ihn nieder! At least to clear the path. Unfortunate news. You're wanted at every post. Oh, no. Wait. That's not you. It's a scientist accused of stealing classified documents and artifacts. That's what he looks like. Wissen doch sicherlich alle, wie der Wissenschaftler aussieht, richtig? Ja. Und die sehen doch sicherlich, dass wir nicht der Wissenschaftler sind, oder? Ja. Warum schießen die dann auf uns? Weil die glauben, dass wir mit dem was zu tun haben. Ja, aber kann man nicht erst fragen oder gefangen nehmen und ausfragen oder... Wie heißt das so schön? Erst schießen, dann fragen. Du herkommst vielleicht. Hast du ein Waffenmodul bekommen? Ich hab jetzt keine gefunden. Übrigens, unsere Pflanze ist gewachsen. Hä? Oh. Der Hai ist wieder da. Ja, Matt? Hast du es bekommen? Also bist du auch angezeigt haben, was du bekommen hast? Keine Ahnung, ich hab nichts im Inventar. Nichts Neues. Dann hätten wir die, glaube ich, nicht beide klicken sollen. Dann ist irgendwie unser Sieg kaputt gegangen. Nächstes Mal rammen wir durch.
Oh. Meine Waffe ist gerade ein bisschen zerfallen. Hier halt. Okay, was ist unsere nächste Forschung? Okay, ich brauche nur zwei Schrauben. Habe ich irgendwelches Metall bei mir? Ja, genug. Ich habe mal kurz den Zug ein bisschen verlangsamt. Mhm. Das können wir natürlich auch machen. Sogar noch getroffen, ganz am Ende. Bullseye. Ohne ADS auf die Distanz mit dem Revolver treffen.